Heute der 510. Abendimpuls und vorher schon einmal der letzte Abendimpuls. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Dittmanninger, Kirchheimer, Kaier und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Peter Alexander, von dem ich als Jugendlicher oder Kind fast jedes Show angeschaut habe, der hat immer am Ende seiner Show etwas ganz Großartiges gemacht, nämlich immer das Gleiche. Er hat einfach nur Dankeschön gesagt. Anstelle, dass die Leute sich bei ihm bedankt haben, das haben sie durch ihren Applaus, hat er Dankeschön gesagt, und zwar mit einem Lied. Ich kann nur so ungefähr den Text singen. Dankeschön, Sie waren bezaubernd, Dankeschön. Und es hat mir immer recht imponiert, dass dieser große Star eigentlich sich beim Publikum bedankt hat und bei all den anderen, die mitgewirkt haben und dabei waren. Und das möchte ich heute auch einmal machen bei unserem vorerst letzten Abendimpuls, dass ich Dankeschön sage. Vergelt's Gott und Dankeschön an all die, die mitgewirkt haben und etwas gemacht haben. Und ein paar davon möchte ich einfach auch mit dem Namen nennen. Dankeschön möchte ich sagen an die Gabi Lex und den Sepp Käsbauer, die jeden Abend, also 510 Tage lang, jeden Abend einen Abendimpuls ins Internet gestellt haben. Ohne zu jammern, ohne nachzufragen, außer sie haben nachgefragt, wo bleibt der Abendimpuls, wenn wir mir mal wieder zu lang gebraucht haben und geredet haben. Aber auch beim Filmen haben die beiden mich unterstützt. Dankeschön möchte ich sagen, unser Diakon, und wir haben eine richtige Freundschaft, muss ich sagen, den Uwe Kraus, der die meine allermeisten Abendimpulse gefilmt hat, der meine Jokes ausgehalten hat und der immer gut drauf war beim Filmen. Danke möchte ich auch sagen dem Vorsitzenden des historischen Vereins, Herrn Rainer Zimmermann, der ganz viele Ideen für Abendimpulse im Burgmuseum, das er wie seine Hosentaschen kennt, uns geliefert hat. Danke möchte ich sagen demjenigen, der eigentlich dafür zuständig ist, dass ich mit dem Don Camillo nicht nach dem ersten aufgehört habe, den Christian Seitz, der zu mir an einem Kasamstag gesagt hat, da musst du aber schon weitermachen. Und ist dann auch selbst ein paar Mal eingesprungen, wenn ich den Herrn gebraucht habe als Stimme. Danke möchte ich sagen all den Kapellenbesitzern, die ihre Kapellen zum Filmen zur Verfügung gestellt haben oder ihre Wegkreuze. Manche haben ja die extra noch hergerichtet, damit es ja schön ist, wenn wir filmen. Danke an Ludwig Hinterhecker von Asten, der mir sein Kapellenbuch geschenkt hat, und daraus habe ich ganz großartige Ideen und Anregungen gefunden. Danke auch den Gartenbesitzern oder die sonst irgendwas haben filmen lassen. Danke an Pfarrer Fett, meinen Nachfolger im Pfarrverband St. Franz Xaver in Rottenburg, dass ich 19 Abendimpulse dort filmen durfte. Danke auch an alle Ideengeber für die vielen Abendimpulse, und viele Ideen haben wir gar nicht wahrnehmen können, manchmal auch, weil sie zu weit weg waren. Danke möchte ich sagen allen, die Tiere haben und mich ihre Tiere haben filmen lassen. Das war für mich immer eine ganz besondere Freude, egal ob es Esel, Schaf, Kier oder sonst irgendwas waren. Wir haben ja da eine ganze Bandbreite gehabt. Danke möchte ich unseren Ministrantinnen und Ministranten sagen, die bei ihren Ministrantenausflügen auch bereit waren, mit bei einem Abendimpuls zu geben. Danke an Hilde Purzer und ihren Mann Ludwig, die begnadete Krippenbauer sind und uns immer wieder teilhaben lassen an ihrer Krippenkunst. Danke auch allen Krippenbesitzern, die mich filmen haben lassen. Danke den Mönchen von Heiligkreuz, die auch bereit waren für Filme. Danke unserer Gemeindereferentin Ursula Kirchhofer, die eine begnadete Künstlerin ist und unsere Kunstwerke immer wieder zur Verfügung gestellt hat.
Danke, Josef Wittmann, der uns die moderne Kunst etwas neu gebracht hat und der auch beigetragen hat, dass ich manches entdeckt habe. Danke dem Georgi-Verein, denn zweimal haben wir den Georgi-Ritt gefilmt. Danke auch den vielen, vielen anderen, die irgendwas dazu beigetragen haben. Danke allen unseren Zuschauern, dass ihr uns treu geblieben seid. Danke auch meiner Katz Xaver, die immer wieder in entscheidenden Momenten aufgetaucht ist und mitgemacht hat. Danke meinem Garten, wenn mir gar nichts eingefallen ist, bin ich im Garten ausgegangen und spazieren gegangen oder habe ausgerostet oder sonst irgendwas gemacht und oftmals ist mir die Idee gekommen. Danke an den Heiligen Geist, der hoffentlich das alles auch beseelt hat. Danke an Gott, zu dem wir jeden Abend gebetet haben. Und ich hoffe, ihr betet auch weiterhin dieses Gebet, dass euch das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich finde es einen wunderschönen Tagesabschluss, jeden Abend auf den Herrn zu schauen und ihm zu sagen, ich vertraue auf dich. Und das wollen wir auch heute. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und das Schönste soll man sich für den Schluss aufheben. Und dazu habe ich die Genehmigung von der Familie Fendt aus Wildsteig. Nämlich der Josef Fendt war der Dirigent der Wildsteiger Musikkapelle und ein begnadeter Komponist. Und der Josef, der hat damals, als wir das Glockenjubiläum in der Wildsteig gehalten haben, eigens für diesen Tag einen Glockenhymnus mit den Wildsteiger Glocken geschrieben. Und er wurde dann nur ein einziges Mal aufgeführt. Aber Gott sei Dank habe ich einen Mitschnitt von dieser Aufführung und das hat mich sehr bewegt. Ich danke der Familie Fendt, dass sie mir die Erlaubnis gegeben haben, dass wir zum Abschluss heute diese Musik spielen dürfen mit Wildsteiger Bläsern und den Glocken von Wildsteig. Ich finde es immer wieder einmalig schön, wie er das gemacht hat.
Hobby jetzt noch, nämlich den Zirkus King der Familie Kaiser und mal den Zirkus Urb Luciano. Die drei Malen, die wir bei denen filmen haben dürfen, das hat ganz besonders viel Spaß und Freude gemacht. Und jetzt, wenn jetzt die nächste Zeit keine Abendimpulse kommen, dann könnt ihr ja mal in die Alten anschauen oder einfach nur das Gebet beten, das wir jeden Tag gebetet haben. Und jetzt wünsche ich euch wie jeden Abend einen schönen Abend, eine gute Nacht, führt euch gut, schaut euch unserer Homepage wieder mal vorbei. Wenn es im Herbst wieder weitergeht, wissen wir noch nicht.